Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Keep Talking and Nobody Explodes mit Demsel. Hallo. Und ja, wir sind bei Bombe 3.2 letztens gescheitert, obwohl wir das neue Modul instant geschafft hatten. Und mal gucken, wie es jetzt ist. 5 Minuten, 3 Module, 3 Strikes. Und dieses Mal auf 60 FPS. okay, wir haben wieder das gleiche. Das heißt, normale Kabel, die ABC-Kabel und Memory. Da normale Kabel. Alles klar. 2, 4 und 6. 2 blau, 2 rot, 1 weiß und 1 gelb. Vierte Kabel. 3, 4. Stimmt, war richtig. Memory oder die anderen Kabel? Anderen Kabel. Alles klar. Muss sagen, wenn du bereit bist. Bin bereit. Okay, schwarz nach B. Was nach B? B, ja. Durchschneiden. Rot nach C. Durchschneiden. Okay, jetzt muss ich kurz warten, ich sehe nichts. Das Licht ist aus. Geh wieder ein Licht. Okay, rot nach A. Nicht durchschneiden. Rot nach C. Nicht durchschneiden. Blau nach C. Auch nicht durchschneiden. Schwarz nach B. Nicht durchschneiden. Schwarz nach A. Nicht durchschneiden. Rot nach A. Durchschneiden. Alter Wecker, danke. Rot nach C. Nicht durchschneiden. Fertig. Memory. Memory, wo haben wir dich? Bin ich blind? Willst du mich verarschen? Ich... Da, nein. Jetzt hat. Oh. Boah, okay, da haben wir jetzt lang gebraucht. Sehr viel Zeit. Drei. Dritte Position. Dritte Position, Zahl 4. 2. Dritte Position. Dritte Position, Zahl 3. Da steht eine 2. Zahl 4. Dritte Position, Zahl 4. Da steht eine 4. Dritte Position. Dritte Position, Zahl 1. Da steht eine 3. Zahl 1. Zahl 1. Fertig. 1 Minute 35. Diffuse. Jetzt haben wir es geschafft. Ja. Wir waren sogar schneller als ich mit dir. Yes. Ich habe mit dir eine Minute 20 noch über gehabt und du mit mir eine Minute 35. Das heißt, um 15 Sekunden warst du schneller. Okay, One Giant Leap haben wir jetzt. 60% of the time this bomb explodes every time. Ist die Description. 5 Minuten, 4 Module, 3 Strikes. Okay.
komplizierte Kabel. Also mit AP. Wir haben, nee, die kompliziert mit Stern und LED und Ach, so. Scheiße. Und dann haben wir noch Symbole, Passwort und Who is first? Also, who is first? Dann machen wir erstmal Symbole. Alles klar. Wir haben Möpse. Ja. Dann ein Half-Life-Zeichen oder eher so ein A mit so einem Schlenker drüber. Aha. Dann haben wir ein Copyright-Zeichen. Ja. Und eine 3, wo jemand ganz am Ende unten einen Schlaganfall bekommen hat. Okay, Copyright. Ja. Brüste. Ja. Die drei. Ja, und dann Half-Life. Alles Und klar. Half-Life. Was willst du als nächstes machen? Ne, was hatten wir noch? Passwort, who is first und Passwort. complicated wires. Who's on first? Alles klar, da steht C drin, also S-E-E, wie das wir sehen. Unten, ganz unten rechts. U. Mit drei Hs Nee, oder einfach nur ein U, ohne irgendwas. ein U, okay. Uhu. Sure. Uhu ist Next. wie, also U, Auseinander. Also U-H-H-U-H. U. Genau, UH, auseinander, HUH. Alles klar. Weiter. Weiterlesen oder Ja, weiterlesen. sure. Next. Next war What? richtig. Okay. Ich hatte nämlich UH-UH. LED. Lied, LED, LED. Ach, LED. Mitte links. Oder Mitte zweite links. links ready. Ready. Yes. Okay. Yes, war richtig. Nice. You are auseinandergeschrieben ohne Apostroph. Ganz unten rechts. Okay. Okay, middle. No. First. Yes. U mit 3 H. Nothing. Wait. Okay. Wait war falsch, obwohl Wait das erste war. First. Oben rechts. Next. Next. What mit Fragezeichen? War richtig. Complicated Okay. Wires. Complicated war das. Mit den. Das müsste, wenn du auf der Seite bist, müsste das aussehen wie so ein Sonnensystem. Einfach so gestrichelt, dann irgendwie so ganz lange Striche, kleine Striche, durchgezogen, gepunktet. Ah, hier. Schauen Sie sich jedes Kabel an. Wie hängt dann die Puten damit an? Ich sehe, okay. Zeig mir einfach mal die LEDs. Oder alles andere. Kein LED, kein Stern und weiß. Okay. Sag mir mal alle durch. Rot, kein LED, kein Stern und wir sind explodiert. Was ist das? Du musst am Monitor, musst du gucken. Ich guck mal eben ganz kurz was. Ja, woher soll ich wissen, welcher Buchstabe dazu gehört? Ja, das sag ich Kabel hat dir. rote Markierung, Kabel hat blaue Markierung, hat Da steht zum. Sternsymbol, LEDs an. So.
Hab ich diese Kreise mit dem Buchstaben? Und Oder gibt es du musst halt gucken, welche welche Kreise sich alle überlappen. Zum Beispiel, ich sag mal, D überlappt sich mit dick gestrichelt, dünn gestrichelt, durchgezogen und Strichpunkt. Und dann müsste, das wäre halt alles. Ich sag mal, Kabel hat rote Markierung, Kabel hat blaue Markierung, hat Stern und hat LED. Und dann musst du halt gucken, unten bei D, Kabel nicht durchschneiden. Da steht dann rechts an Buchstabe C, D, S, F und B. Und da steht dann Kabel durchschneiden, Kabel nicht durchschneiden, Kabel durchschneiden, wenn die letzte Ziffer der Seriennummer gerade ist. Kabel durchschneiden, wenn die Bombe. Das Geilste ist, ich habe das ja mal mit dir gemacht, die komplizierten Kabel, und da hattest du mir nicht gesagt, dass die Seriennummer gerade ist, weil das eine Null war. Ich kann mich noch erinnern. Ja, aber. Also. Kabel hat eine rote Markierung. Das heißt, alle, die dann in dem Kreis drin sind, sind potenziell die Buchstaben, oder wie? Ja. Das heißt, wenn dann noch dazu kommt, zum Beispiel LED ist an, wären es noch vier, also S, B, B, D. Und zum Beispiel noch hat Sternsymbol, dann wäre es noch D und B. Okay. Und das mit Kabel hat rote Markierung, Kabel hat blaue Markierung, das verstehe ich selbst nicht so ganz. Ja, rote Markierung, blaue Markierung, also es ist dann gestrichelt eigentlich. Also quasi, wenn das Kabel zum Beispiel schwarz, weiß mit roten Streifen ist. Also ja, und wenn es nur weiß ist, dann ist es blau markiert, oder was? Ne, und es gibt halt entweder ein komplett weißes, oder weiß mit rot, oder weiß mit blau. Und dann kommt halt das in Frage, entweder das Kabel ist rot markiert, oder blau markiert. Ja, und was ist, wenn es einfach nur einfärbig weiß ist? Dann ist es keines von beiden, wa? Ja, genau. Alles klärchen. Da lag auch mein Fehler beim letzten Mal. Alles klar, jetzt habe ich es auch verstanden. Gut. Das braucht einfach mehr Übung. Irgendwann habe ich das schon raus. Ja, aber man muss ja auch sagen, wir sind ja erst quasi am Anfang. Wir sind ja erst bei Bombe 3.3 auf der zweiten Seite. bist du bereit? Ja. Alles klar, starten. 5 Minuten, 4 Module. Okay, wir haben komplizierte Wires. Ich würde gleich mit denen anfangen. Wir haben nämlich noch Morse-Code. Scheiße. okay. Okay, Kabel 1, blau-weiß gestrichelt, Stern und LED. Also blau-weiß, LED und Stern. Ein Sternsymbol. Aha. LED. Wenn die Bombe ein Parallelport hat, okay. Was ist Parallelport? Ich habe gar keinen Anschluss. Das ist sowas, das sieht immer aus wie so ein Computeranschluss. Okay, dann nicht durchschneiden. Okay, dann habe ich ein durchgezogenes weißes Kabel ohne Stern und ohne LED. Ohne Stern, ohne LED? Ja, dann. Dann durchschneiden. Nee, oder? Ich hab's durchgeschnitten, wir haben keinen Strike. Ja, kein Strike, dann war's richtig, lol. Okay, wir haben ein rot-weißes gestricheltes Kabel mit Stern ohne LED. Mit Stern ohne LED? Mit Stern noch dazu.
Durchschneiden. Okay, rot-weiß gestreift, Stern und LED. Das ist nicht meins. Ich sehe schon, meins wird's auch nicht sein. Alter. Ist mir zu kompliziert. Also eher gesagt verwirrend wegen den ganzen Kreisen. Ja. Also rot-weiß. Bin ich da mit Stern? Nicht durchschneiden. Blau mit Stern ohne LED. Blau, Stern ohne LED. Durchschneiden. Falsch. Blau, rot, Stern ohne LED. Nicht durchschneiden. Irgendwas müssen wir aber durchschneiden, das Modul leuchtet noch nicht. What? Wir haben aber nur noch 20 Sekunden. Okay, wir mussten das zweite, dritte und vierte Kabel durchschneiden. Das fünfte und sechste war falsch. Ich habe das Modul geschafft. Den ich einfach random durchgeschnitten habe. ja, wir sind explodiert. Was mussten wir durchschneiden? Also, wir mussten das weiße Kabel. Das weiße durchschneiden? Das weiße mussten wir durchschneiden. Dann die zwei blau gestrichelten mussten wir durchschneiden. Einmal mit und einmal ohne LED. Aber beide mit Stern. Und das waren alle, die wir durchschneiden mussten. Wir hatten ja drei mit blau. Ja, aber das eine blaue war falsch. Das hatte kein LED. Pass auf. Blau und rot. Der Strichpunkt und durchgestrichen. Das wäre hier. Da überlappt es sich ein paar Mal. Das eine hat einen Stern. Der Stern ist das ganz Dingsi da. Das heißt B oder D. Ja, P haben wir nicht. Laut dir. Und deswegen D. Also nicht durchschneiden. Ja, ein Port hatten wir gar nicht. Die ist dann noch was passen würde. B und D, das sind durchgestrichen und das gepunktet und Strichpunkt. Das ist ab da nicht mehr gültig. Das könnten nur B oder D sein. Aber ich hatte gar keinen Board. Ich habe die Bombe mehrmals im Kreis gedreht, da war kein Board. Und mit LED wär's D, B oder P. Kabel durchschneiden, wenn die Bombe zwei oder mehr Batterien hatte. Hatten wir. Das heißt, das eine Kabel mit LED, mit Stern, blau-rot, mussten wir durchschneiden.
Das eine kann aber nur D oder P sein. Wir hatten kein Parallelboard und dann ist nur Kabel nicht durchschneiden. Also ich check's nicht so ganz. Naja, vielleicht kommen wir später drauf. Probieren wir es einfach nochmal. Wir haben 20 Minuten. So, ich starte. Dieses Mal haben wir die Kabel aber nicht. Wir haben Memory, Morsecode, Knopf und die Kabel mit ABC. Knopf. Der ist blau und da steht Abort. Gedrückt halten und auf die Farbe warten. Blau. Ja, loslassen, wenn eine 4 im Countdown steht. Alles klar, richtig. Morsecode, Memory oder die ABC-Kabel? Memory. Alles klar, da steht eine 1. 2. Position. Zweite Position, Zahl 2. Da steht eine 1. Im Knopf mit der Zahl 4. Erste Position, Zahl 4. Da steht eine 2. Gleiche Zahl 4. Zweite Position, Zahl 4. War falsch. Da steht eine 1 drin. Zweite Position. Zweite Position, Zahl 4. Da steht eine 2. Zweite Position. Zweite Position, Zahl 4. Da steht eine 2. Zahl 4. Vierte Position, Zahl 4. Da steht eine 2. Knopf in erster Position. Erste Position, Zahl 1. Da steht eine 2. Zahl 4. War richtig. Okay, Morsecode oder ABC-Kabel? ABC-Kabel. Blau nach C. Nicht durchschneiden. Schwarz nach C. Durchschneiden. Rot nach C. Durchschneiden. Rot nach A. Nicht durchschneiden. Blau nach C. Durchschneiden. Rot nach C. Nicht durchschneiden. Rot nach B. Nicht durchschneiden. Blau nach B. Durchschneiden. Rot nach A. Nicht durchschneiden. Fertig. Nur noch Morsecode. Den haben wir hier. Jetzt haben wir die lange Pause. Jetzt hätten wir wieder die lange Pause. Ich weiß ja nicht, wann du fertig, wenn du. Also, jetzt bin ich da. Ah, okay, gut. Gemacht. Jetzt muss ich aber nur noch auf die lange Pause warten. Scheiß Wecker. Okay. Lang, kurz, 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 kurz. Nächstes, lang, lang, lang. Nächstes, lang, kurz, kurz, kurz. Pause. Kurz, Pause, kurz, lang, kurz, kurz, und jetzt bin ich draußen. Kurz, lang, kurz, kurz. So, okay, warte. Aber wie funktioniert das? Also, jetzt muss ich da die Buchstaben
Je nachdem, ob ich lang oder kurz gesagt habe, musst du dann herausfinden, welcher Buchstabe da angezeigt wurde. Wir sind dabei schon explodiert. Das erste war einmal lang und dreimal kurz, glaube ich. Es gibt Wörter und eine Frequenz, also wann gibt es Wörter? Du musst aus den Buchstaben, die ich dir nenne, musst du ein Wort bilden und mir dann die Frequenz durchgeben und ich muss die Frequenz am Koffer eingeben. Was wäre, wenn eine Zahl rauskommt? Ich weiß es nicht. Warte mal, lang, kurz, kurz, kurz. Warte mal, lang. Wo ist also lang? Theoretisch, was wäre, wenn eine rauskommen würde? Ich weiß es nicht, ich hab's noch nie gesehen. Okay, wahrscheinlich passiert's nicht. Also lang, kurz, kurz, kurz. Es wäre. B, das erste, da, B, der erste genau, war Bär, B. B gewesen. Dann dreimal lang wäre ein O. Bo. Dann könnten wir jetzt schon gucken, ob irgendwas mit Bo ist. Bombs zum Beispiel. Oder Boxes. Dann müssen wir jetzt aufs dritte Wort warten. Hell, KKK, also lang, kurz, 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 wäre wieder ein B. Oder? Nein. Nein, 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 nein. Doch. Warte mal. Okay, noch keinen Plan. Lol, der Sessel dreht sich sogar. Naja, Leute, vielleicht schaffen wir es ja das nächste Mal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge von Let's Play Keep Talking and Nobody Explodes wieder ein. Ciao. Ciao.